Trucker-Babe Tinker hat eigentlich fast Feierabend und will einfach nur nach Hause. Doch ein Stau macht alle Träume zunichte, sich schon bald auf der heimischen Couch zu wälzen. Ätzend. Ätzend und nervig. Schließlich wird es für Tinker ein kurzes Wochenende. Denn morgen muss ihr LKW auf den Prüfstand und Tinker zum Spritspartraining. Da ist jede freie Minute besonders wertvoll. Also ich bin eigentlich guter Dinge, was den TÜV morgen angeht bei der Lotte, weil unsere Autos, die werden ja eigentlich immer durchgecheckt. Also die von unserer Werkstatt, die gucken da immer regelmäßig nach. Also die sind da schon ziemlich fit und checken dann immer alles mal durch, alle Autos so nacheinander. Und ja, Inspektion machen wir ja auch halt immer zwischendurch. Von daher sind wir da, glaube ich, echt auf der sicheren Seite. Der Verkehr rollt wieder, der Groll über den Stau vergessen. Also es sind jetzt nur noch wenige Kilometer, also 10 Minütchen ungefähr, bis ich in der Firma bin. Und ich freue mich. Jetzt kurz vor Weiherbusch ist ja noch Baustelle. Da hoffe ich auch, dadurch, dass ja der Berufsverkehr schon durch ist. Zum Glück habe ich Leverkusen im Stau gestanden, sonst wäre ich auch noch hier in den Berufsverkehr gekommen. Na Gott sei Dank. Glück im Unglück und dazu ein entspannter Fußgänger. Der lässt sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen, oder? Der Verkehr auf dem Nachhauseweg wird zur Lachnummer. Doch mit einstündiger Verspätung kommt sie endlich an. Tinker kann LKW Lotte zur Nachtruhe einparken. Stehen die so schief oder stehe ich so schief jetzt hier? Was auch immer. Das Trucker-Babe macht Schluss für heute. Runter vom Bock und ab nach Hause. Feierabend wieder, es duftet kräftig. Ja, angekommen, eingeparkt, hab eine schöne Lücke gefunden hier noch und ja. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Ich freue mich. Die Nacht im eigenen Bett zu verbringen. Ein Luxus, den Tinker sich verdient hat. Am nächsten Morgen aber ist sie wieder pünktlich am Start. Sobald ihr LKW zum TÜV muss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die Lotte hier steht. Aber die ist gewaschen worden. Finde ich sehr gut. Da ist nämlich der Fliegenfriedhof wieder weg von der Front. Sieht ja aus wie geleckt. Perfekt. Aber erstmal müssen wir gucken, dass sie jetzt mal durchgecheckt wird. Seid ihr auch schon einige Kilometer runtergerockt jetzt in den 1,5 Jahren. Ich guck gerade mal, wie viel das waren bis jetzt. Ne? Gleich wird das Trucker-Babe Augen machen. Ja, 193.000 Kilometer haben wir jetzt schon. Das ist natürlich eine Hausnummer. Da kann man auch mal einen kleinen Check-up machen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall runter, guck mal, was der TÜV angesagt. Und wenn der grünes Licht gibt und ich meine TÜV-Plakette drauf habe, ist alles gut. Bisher hat LKW Lotte nicht gemuckt. Sieht man vom schwergängigen Kupplungsmaul mal ab. Knapp 200.000 Kilometer auf dem Buckel steht Tinkers LKW noch immer gut da. Es sei denn, der TÜV sieht das gleich anders. Guten Morgen! Na? Hi. Und? Daniel, hi. Hallo, Tinker, hallo. Tag. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja, muss. Ja. So. Ich stehe ganz schön blöd, oder? Ja, kriegen wir schon hin. Ja? Machst du. So, wir brauchen einen Fahrzeugschein. Fahrzeugschein? Den bekommst du. Gut. Und dann? Dann legen wir los. Dann legen wir los. Ob er schafft oder nicht? Auf der Halle. Ja, ich will ja hoffen, dass er es schafft. Wir gehen vom Besten aus, sonst ist ja alles beendet. Oh Gott. Ja. Schitteböen. So, willst du fahren? Ja, das ist im Prinzip habe ich jetzt bei unseren Werkstattjungs nicht ein Problem, wenn die mit meinem LKW fahren. Aber dadurch, dass ich ein bisschen doof stehe, jetzt um auf die Grube drauf zu fahren. Und er sagt, er macht das so, da braucht keiner gucken. Also ich bin immer froh, wenn am besten 3 Leute gucken, weil ich immer denke nicht, dass ich da reinfahre. Aber der wird schon wissen, was er macht. Ich guck mal. Soll ich gucken? Nein. Oh. Ich guck trotzdem. Das kann man ihr kaum verdenken. Niemand sonst fährt Tinkers Truck.
Kein Wunder, dass sie jetzt ein Auge drauf hat. Es ist wie beim Arztbesuch. Da werden viele Mütter auch unruhig, wenn ihre Kinder zum Arzt müssen. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich echt sagen. Ich guck mal, wie das funktioniert mit den Bremsen. LKW Lotte auf dem Prüfstand. Gibt der TÜV heute grünes Licht, kann sie Montag wieder vom Hof fahren und ihre Ware ausliefern. Jetzt gucken Sie gerade nach dem Licht. Bremsen waren gut, oder? Ja, schalten wir durch. Hier. Hier. Rückwärts. Alles klar, Markus. Die erste Hürde scheint genommen. Doch die Checkliste ist lang und der Prüfer schaut genau hin. So, Markus, tu mir noch mal einen Gefallen. Tritt noch die Bremse, bitte. Hat TÜV-Prüfer Daniel einen Mangel entdeckt? Kommt sie durch oder kommt sie es nicht? LKW Lotte ist beim TÜV. Und Trucker Babe Tinker bibbert ein bisschen mit. So, jetzt haben wir dein Auto auf Herzen hier geprüft. Ist sehr gut im Schuss. Ja. Und es wird ein Plakettierteil. Und du darfst weiterfahren. Das klingt gut. So soll es sein. Ja, so soll es sein, das stimmt. Okay. So, Plakette kommt drauf, alte kommt ab. Und damit lassen das nächste Jahr fahren. Für Tinker ist das fast wie eine Goldmedaille. Freude macht sich breit. So, Plakette ist drauf. Perfekt. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir gute Weiterfahrt. Dankeschön. Und viel Erfolg. Ja? Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tinkers LKW ist sehr gepflegt, top in Zustand und alles ist in Ordnung. Dann steht dem Spritspartraining ja nichts mehr im Wege. Da bist du ja. Guten Morgen, Tinker. Moin. Na, ich habe gehört. TÜV ist gut gelaufen? Ja, ja, war schön. Super. Ja, hör mal, da können wir ja um einen sauberen Zug schön in unser Eco-Training mal starten, ja, jetzt, oder? Ja. Bist du fit soweit? Ja. Ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, schon, ja. Ich hoffe, es ist nicht harmlos. Ganz so schlimm. Doch, das kriegen wir gemeinsam, kriegen wir es hin. Ja, ich denke auch. Super. Dann spring mal rein. Alles klar. Ein wenig fühlt es sich für die 34-Jährige so an, als ob sie noch mal zur Fahrschule muss. Aber nur ein bisschen. Also vorrangig ist das Ziel eines Eco-Trainings natürlich, um den Kraftstoff zu senken. Das ist mal das Allerwichtigste. Aber mir ist es eben auch wichtig, dass der Fahrer geschult ist im sicheren Umgang mit seinem Fahrzeug und was letztendlich ja auch zu einem entspannteren Fahren beitragen soll. Das Eco-Training besteht aus zwei Runden. In der ersten fährt Tinker wie immer. In der zweiten bekommt sie Tipps von Fuhrparkleiter Matthias. Vor kurzem rief der Mattes mich an und hat gesagt, hey Tinker, du bist unter den Top 3. Und ich denke, wow, cool, wo denn? Hier die meisten Kilometer in der Woche oder die meisten Touren gefahren? Da sagt der Mattes, nee, was unser Verbrauch angeht. Du bist da auf Platz 2 oder 3, hattest du gesagt. Ne? Das geht besser. Mit dem Rest ist er aber zufrieden. Ich muss sagen, über die 5 Jahre hinweg, sie hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht und ist heute so selbstsicher und professionell mit dem Gliederzug unterwegs. Sie ist beispielhaft mit in der Spitze dabei, absolut. Da geht er runter wie Öl. Nach 20 Kilometern freier Fahrt im Tinker-Style stehen die Werte für Zeit, Geschwindigkeit und Verbrauch fest. Nun ist Matthias an der Reihe und gibt den Kurs für den Vergleich vor. So, Runde 2, Mathis. Jawohl, ja. Ich bin gespannt. Wer Sprit sparen will, muss in erster Linie den Retarder kennen. Mit Hilfe der 5 Stufen der Motorbremse kann Tinker die Geschwindigkeit verschleißfrei verlangsamen. So, jetzt ziehst du mal 1, 2, 3 Stufen dabei. 1, 2 oder 3? Ja, ruhig die dritte noch mit dazu. Ja, die vierte vielleicht auch noch. Gut, nee, das passt schon. Gut. Jetzt braucht Tinker Fingerspitzengefühl in den Füßen. Nicht zu hart und nicht zu weich am Gas. Und Bremsen wird zur hohen Kunst. Also teilweise ist es ein bisschen komisch, wenn dann der Mathis sagt, mal so, weil man dann denkt, boah, da bin ich ja viel zu langsam oder so. Aber letztendlich nimmt sich das, glaube ich, echt nichts. Tinker ist auf der Zielgeraden. Schummeln ist bei dieser Prüfung nicht drin.
Dafür sorgt der integrierte Bordcomputer von LKW Lotte. So, Tinka, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal einfach mal die Auswertung durch. Mal gucken, die Zahlen sprechen für sich. Mal sehen, was wir da haben. Die erste Runde hat man ja schon aufgeschrieben. So, die Zeit. Richtig, dann hat man die... Waren auch 24 Minuten. Genau, 24 Minuten. Du siehst, das ist ein reines Empfinden dann. Ja. So, dann haben wir noch die Durchschnittsgeschwindigkeit. 50. Ja. Und eben hat man 49 jetzt. Wir waren sogar jetzt noch einen Stundenkilometer schneller unterwegs. Ja. Dann der Komplettverbrauch auf 100 Kilometer. Was hat man da vorher? Hat man 48,1. Jetzt haben wir 42,3. Ja, auf 5,8 Liter. Also du siehst da, auch wenn man das jetzt mal so sieht, einfach nur mal einen Fuß früher vom Gas. Das macht schon ungemein viel aus und das auch einfach dann erkennen. Die Aufträge führen Fahrerinnen wie Tinka quer durch Deutschland. Für die mittelständische Spedition ist jeder gesparte Liter Diesel bares Geld. Selbst wenn es mal 2 Liter auf 100 Kilometer sind, sind am Tag dann, sagen wir mal, bei einer Fahrstrecke von 500 Kilometer im Schnitt, sind wir schon mal bei 10 Liter. Am Tag? Am Tag, genau. Es sind 50 Liter in der Woche. Rechnen das mal hoch, mal 50 Wochen jetzt nur mal gesehen, sind wir schon bei 2.500 Liter. Bei einem Auto. Bei 3 Jahren Laufzeit, die wir ein Fahrzeug im Fuhrpark halten, sind wir schon bei 7.500 Liter. Und jetzt rechnen wir einfach mal hoch bei 56 Lkw. Auf 3 Jahre sind über 400.000 Liter. Umwelt- und kostentechnisch für alle ein Zugewinn. So, Tinka, vielen Dank dafür. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, du sagst dann vielleicht in 3, 4, 5 Jahren, wiederholen wir, frischen wir noch ein bisschen auf. Wenn ich merke, drifte wieder ein bisschen genau, ab, dann... Genau, ist noch ein bisschen Bedarf da, ja, genau. Meldest du einfach, okay? Ja, machen wir. Ich sehe dir dann auch. Gut, okay? Alles klar. Dann mach's gut. Komm gut nach Hause, ne? Auch wenn es ihr freier Tag war, es hat sich gelohnt. Sonnenschein-Tinka weiß jetzt, LKW Lotte läuft weiter wie am Schnürchen. Und ihr Fahrstil hat sich auch verbessert. Jetzt ist Trucker Babe Wochenende.